Das ist Huanle, die Stadt, die uns Daoming Shishua hinterhergeschmissen hat. Bei ihrem Friedensangebot war das womöglich ein vergiftetes Geschenk, was sie uns gegeben hat, einen vergifteten Apfel, in den ich hineingebissen habe. Wer weiß. Schmeckt auf jeden Fall nicht so süßlich, diese Frucht, an der ich genascht habe, als ich es gedacht habe. Huanle, weit, weit weg vom eigenen Territorium. Daoming Shishua kam ja heran, hat uns großmütig den Frieden angeboten, nachdem wir ihre Schiffe zu Dutzenden, wenn nicht gar zu Hunderten, nein, es waren vermutlich nur 4 oder 5, vielleicht 10 in Stücke gerissen hatten, durch die Kanonaden unserer Kriegsschiffe, die Raketensalven unserer Militärfahrzeuge und Militärschiffzeuge. Und dann habe ich festgestellt, Huanle ist ganz weit weg von unserem Reich. Aber trotzdem, die Machtgier hat mich mitgerissen. Ich habe gesagt, mein, ich will Huanle haben. Ganz so viel Ungesundheit quält uns seitdem. Die Stadt hatte gar nicht so viel Perspektive. Ein Blick hier in die Ressourcenanzeige zeigt uns auch, da ist gar nicht so viel los. Noch nicht mal grundlegende Ressourcen in der Nähe. Ein bisschen Titan, aber auch kaum. Und warum hat die hier gesiedelt? Kein Wunder, dass sie uns eine solche vollkommen wertlose Stadt schenkt. Und außerdem in Kürze wird die garantiert uns wieder angreifen. Und danke News, der olle Schotte, der wird uns auch angreifen. Mit den Koreanern sind wir noch im Krieg und dann können wir, dann ist die Stadt vermutlich schneller weg, als wir es uns gerade vorgestellt hatten in der letzten Folge. Die ist nur ein Fingerschnipsen, dann entfernt davon, uns wieder weggerissen zu werden. Das macht keinen Sinn. Rein in Huanle und ich denke mir, lieber einen Fehler spät korrigieren, als ihn gar nicht korrigieren, statt vernichten. Jetzt dauert es 8 Runden, bis die Stadt niedergebrannt ist. Und dann ist das Gesundheitsproblem gelöst. Mal gucken, wie die Weltöffentlichkeit darauf reagiert. Und das ist der Anlass, der mir ein bisschen von meinem Größenwahn genommen hat. Ein erneuter Angriff der Koreaner mit einer mächtigen Flotte auf Tiny Town. Tiny Town kann sich natürlich wehren, kann auf diese Breitseiten, diese Nahkampfschiffe draufschießen. Und Tiny Town ist auch gar nicht so leicht einzunehmen, mit Sicherheit nicht. Aber schwierig wird's trotzdem. Ich ziehe mal mit dem Gezeitenjäger eins zurück. Angriff von hier. Den lasse ich in der Stadt stehen. Tiny Town hat jetzt einen Einwohner mehr. Wir hatten ja auf agrarwirtschaftliche Entwicklung gesetzt. Und noch klüger wäre vermutlich ein Taknetzknoten zu installieren. Am besten an Ort und Stelle. Oder? Direkt da drüber, damit die Stadt besser beschützt ist. Mach ich. Den lasse ich da mal drin stehen. Den Meerdrachen. Da gucken wir weiter. Der Kunde hier im Osten, der kann hier nicht in das Gelände der Schotten rein. Aber wir wollen natürlich ein bisschen Ausschau halten, wie es hier so aussieht. Im Augenblick kann der uns ja gut leiden. Ich ziehe eins nach links. Und dann hier gleich nachher weiter. Wir stellen fest, hier werden sogar Straßen gebaut. Eine Questentscheidung. Das Vermächtnis des toten Mannes oder eines toten Mannes. Gengarten von uns frisch gebaut. Welche Boni wollen wir denen geben? Mehr Energie oder mehr Gesundheit? Das ist zwar viel plus 4 Energie, aber unsere Gesundheitsprobleme, die sind mir wichtiger. In Algae Blooms wurde eine Geheimoperation entdeckt. Oh, das ist ja gar nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Wollen wir mal schauen, wie das überhaupt mit der Spionage aussieht. Wo ist denn der Spionagebildschirm? Den habe ich ja ewig nicht mehr reingeschaut. Ist das der hier? Nee, das ist die Diplomatie. Werte. Hier, Geheimoperationen. Welche Städte sind denn besonders bedroht? Es ist tatsächlich Algae Blooms. Algae Blooms, schaut mal hier auf diese kleinen Rauten, die farbig sein müssen, damit hier eine höhere Intrigestufe angezeigt wird. In Freeland ist es ebenfalls der Fall. Gesenkt werden die Intrigestufen in Yotama's Hope und in Beautiful Bugs. Da haben wir jeweils Gegenagenten und wir sollten vielleicht auch hier unseren Agent oder unsere Agentin Verity abziehen und entweder nach Freeland oder nach Algae Blooms schicken. Ich werde sie mal nach Freeland schicken.
dauert eine Weile, bis sie oder er da ist. 5 Runden. Dabei fällt der Gesundheitsbonus weg, den wir dadurch hatten, dass die Einheit in unserem Hauptquartier war. Juan Le leidet Hunger, das ist mir sowas von egal. Soll ja so sein. LG Blooms neues Bauprojekt. Jetzt ist die Stadt endlich da angekommen, wo sie sein sollte. Hat eine Tour gemacht hier. Ist einmal im Kreis gewandert und da werden wir die jetzt ein festes Fundament errichten. Da bleibt LG Blooms jetzt. Hier können wir das Titanvorkommen dazu kaufen. Kostet 70, machen wir bei Gelegenheit. Und können jetzt hier mal anfangen, richtig Gebäude zu bauen, was wir immer schon machen wollten. Was ist preiswert, was bringt uns was? Gengarten bringt 3 Gesundheit gleich. Ach, jetzt klebt wieder die Maus da dran fest. Unfassbar. Netzwerk bringt Wissenschaft, Kapital. Labor bringt Wissenschaft. Oh, bei Diplomatie fällt mir was ein. Wir können noch einen Bonus erhöhen. Das machen wir gleich. Recycler ist sehr preiswert. Bringt ordentlich... Jetzt klebt das hier schon wieder. Ne? So. Und bringt ordentlich was ein. An Produktion. Solarnetz brauchen wir nicht unbedingt. Thoriumreaktor, ja, Energie ist nicht unser Hauptproblem im Augenblick. Mehr Produktion, auch für Marineeinheiten. Das wäre ganz gut, wir wollen da eventuell Schiffe schnell raushauen. Mehr Kultur, mehr Kapital, Ultraschallsound brauchen wir nicht. Wunder, Markov-Wehr geht nicht, da brauchen wir erstmal Phyraxit. Das brauchen wir im Augenblick auch nicht. Also, Trockendock kann sicher nicht schaden, als letztes. Damit wir in dieser, wir haben ja nicht so allzu viele Meeresstädte, die produzieren Schiffe schneller, damit wir dort Schiffe raushauen können. Und ich tendiere sogar dazu, eventuell ja noch einen weiteren Bautrupp einzustellen. Denn hier haben wir im Augenblick an Bautrupps nur einen. Und das Bevölkerungswachstum ist sehr, sehr ordentlich, das geht ja ratzfatz. Und das ist hilfreich, dann noch einen Bautrupp zu haben. Den Bautrupp ziehe ich vor. Kommt der Gengarten wegen der Gesundheitsprobleme, dann kommt der Recycler und dann das Trockendock. Auf geht's. Produktion wählen in Freeland. Ein Gezeitenjäger wurde fertiggestellt. Und als nächstes auch hier ein Gengarten. Definitiv. Bringt jede Menge Gesundheit. Relativ preiswertes Gebäude für uns, weil wir die Reinheitsvoraussetzung erfüllen. Produktion in Utama's Hope. Dort wurde dieser Gengarten beendet und deshalb, weil er hier fertiggestellt worden ist, sinken auch die Baukosten für diesen Gengarten in allen anderen Städten, weil wir einen kulturellen Wert freigeschaltet haben, der der Hauptstadt eine Vorbildwirkung hier für solche Bauaufträge zuweist. Thoriumreaktor gilt das Gleiche. Auch da können wir den sehr preiswert gestalten. Recycler, natürlich, das machen wir. Und Kommandozentrale wird hier eine Weile dauern. Dann lieber hier noch ein Schiff. Denn die sind zwar hier etwas teurer, aber wie gesagt, der Schotte. Oder noch einen Bautrupp. Brauchen wir hier einen Bautrupp? Oh, das Versorgungsproblem, das werden wir dann demnächst wieder haben. Brauchen wir hier noch einen Bautrupp? Der könnte nicht schaden. Könnten wir zum Beispiel eine Straße bauen von Utama's Hope nach Stonehenge. Könnten auch helfen, hier in Stonehenge alles Mögliche anzuschließen. 2 Bautrupps sind hier unterwegs. Und sind recht fleißig. Hier wollen wir auch in die Liste mal den Gengarten einsortieren. Okay. Auch den preiswerten Recycler. Also noch ein Bautrupp, ja. Würde schon Sinn machen.
kommt hier oben noch ein Bautrupp rein. Und den ziehe ich sogar vor. Nee, den Recycler baue ich im Augenblick überall. So rum. Mit dem Akunda hier wollten wir hier ein bisschen Gelände aufdecken. Haben ein Alien-Nest entdeckt. Ziemlich dicht, zwei Felder entfernt. Hoffentlich bringt das keine Probleme. Bautrupp in Tiny Town. Ja, den müssen wir natürlich jetzt hier irgendwie... den wollen wir nicht zum Opfer der feindlichen Kriegsschiffe lassen hier, den Bautrupp. Aber ich stelle fest, hier an Land ziehen macht auch wenig Sinn. Wir haben nämlich keinen Ultraschallzaun. Und dieser fette Belagerungswurm hier, wenn er sich den Bautrupp schnappt, das wäre nicht so lieb von dem. Ja, da müssen wir ja wohl übel ein bisschen warten, ne? Das können wir uns demnächst dazu kaufen, das Titanvorkommen. Falls wir die Stadt halten können. Und hier haben wir hier einen Kolonisten und einen Zerstörer. Der Zerstörer, mit dem gehe ich mal erkunden. Das ist ja interessant. Hier unten ist ein Bautrupp der Koreaner. Hier waren mal Alien-Nester. Die haben die alle kaputt gemacht. Die Chinesen vermutlich. Das heißt, wir können hier, hier sind weit und breit keine feindlichen Aliens mehr. Das heißt, wir können hier eine Stadt gründen, ohne dass uns irgendjemand in die Gegend, in die Quere kommt. Mit dem betreibe ich aber etwas Geländeaufdeckung hier. Ziehe auch gleich Richtung Westen mit dem, falls es mit dem Akunda da nicht reicht. Wir brauchen den perfekten Standort hier. Für unseren Kolonisten. So, und hier könnte ich natürlich auch den Schiffen in den Rücken fallen. Falls davon, das mache ich auch mal. Ich ziehe mit dem hier vor. Genau, die sind relativ fix. Den Zerstörer ziehen wir hinterher. Hoffentlich kommen die rechtzeitig. Die Gezeitenjäger dahin zu schicken dagegen, das macht wenig Sinn. Die sind zu langsam. Ich mache mal die Ressourcensymbole wieder weg. Aber mit den Gezeitenjägern können wir schon mal uns der koreanischen Stadt nähern. Die Breitseite, die hält noch ein bisschen aus. Der Meerdrachen dagegen, der kann schon mal Richtung Osten. Der hält auch da aus durch den Takenetzknoten, auch wenn er sich bewegt hat. Gezeitenjäger in Freeland fertig, den werde ich jetzt schon mal rüberziehen nach Tiny Town. Da brauchen wir den garantiert, irgendwann. Die Breitseite hier. Die brauchen wir nicht im Westen. Da hatte ich die eigentlich hingeschickt. Die brauchen wir eher bei den Koreanern dort. In Kürze. Den Gezeitenjäger ziehe ich ebenfalls hoch. Eine Runde weiter. Mia Mortafia heißt diese Stadt hier. Die haben die Koreaner wohl der Arsche Kischk abgenommen. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ah, sie ziehen runter und ah, die sind doch klug. Kesseln unsere Schiffe ein. Aus dem Osten, aus dem Nordwesten kommen Feindschiffe. Oh, das bitter. Das ist bitter. Das ist auch bitter. Ein Belagerungswurm verschlingt unseren Akunda. Oh je, das war aber kein guter Rundenwechsel. Blick auf Tiny Town. Ein Zerstörer kommt. Und eine Breitseite. Die Breitseite, die kann die Stadt angreifen. Und aber, ja, mit dem können wir die vernichten. Wir haben hier drinnen einen Meerdrachen. Ja, kommt. Das schaffen wir so. Also das hier verschwenden, das ist Quatsch. Angriff hier drauf.
Und mit dem Meerdrachen den Gegner schwächen, wäre möglich. Aber erstmal hier weiter beobachten, was hier passiert. Wie weit, also der ist noch intakt. Mit dem Gezeitenjäger hochfahren. Mit dem hier hochfahren. Das hier ist ein Sentinel. Eine gewasserte Landeinheit. Hochfahren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Das reicht nicht. Hinterher. Sollen wir doch mal die Frontlinie abkürzen ein bisschen. Mit dem hier. Eins zurück und einmal feuern. Mit der Breitseite hier hinziehen. Nahkampfschiff. Handelskonvoi Yotamas Hope. Da geht es wieder hier hin. Najinsokoyu Labs. Und in Beautiful Bugs eine Breitseite, ja, gebaut. Ich bin versucht, die rüberzuziehen nach den Schotten. Zu den Schotten, aber mich hat das Jagdfieber gepackt. Wäre vermutlich besser, ne? Aber der Schotte mag uns ja noch. Noch mag er uns, ist noch neutral mit uns. Die kann ich auch schnell wieder rüberziehen, die Breitseite. Erstmal bis hierhin. Handelskonvoi Beautiful Bugs. Was wird hier als nächstes gebaut? Ein Zerstörer. Dann ein Handelskonvoi. Ein Gengarten sollte hier gebaut werden. Und ein Trockendock, damit die Marineeinheiten schneller gebaut werden. Den Zerstörer ziehe ich mal weiter runter. Handelskonvoi, Gengarten, Trockendock, Zerstörer. Nach LG Blooms oder nach Freeland, Pott wie Deckel. Und hier der Bautrupp, den traue ich mich fast schon wieder ins Wasser zu lassen. Ich werde mal den Titanhügel da oben anschließen in Kürze. Akunda zieht an Land. Erkundet die Schotten. Zerstörer. Wie sieht's hier aus? Ah ja, das ist ja interessant. So, so. Hier können wir sicher eine hübsche Stadt gründen. Was macht der hier? Das ist nur ein Bautrupp. Hier hin, dann suchen wir uns hier gleich eine schöne Stelle aus. Und vorher hier ein wenig für Ordnung sorgen.
Bautropa Beautiful Bugs hat hier fertiggestellt eine Farm. Und Titanvorkommen ist angeschlossen. Irgendjemand hatte mich darauf aufmerksam gemacht, hier sei noch ein Geothermie-Vorkommen, dass er nicht angeschlossen ist. Das ist das hier, danke. Beautiful Bugs. Ach so, wir müssen die Stadt ja auch wieder weiter bewegen. Das hatten wir ja auch noch vor. Hier sollte die hin, ne? Hier hin? Ja, kommt. Das ist mir wichtiger jetzt. Dauert zwei Runden. Eins, zwei. Also hier soll die ja schließlich landen. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir hier die Abteilung. Genau. Und dann können wir mit dem Bautrupp. Tatsächlich. Nahrung. Wenn ich mal auf dem Weg zu dem Geothermie-Vorkommen erstmal hier nochmal eine Farm anlege. Bautrop in LG Blooms. Der war gebaut worden. Genau. Kaufe ich hier das Titanvorkommen dazu. Es liefert nämlich gleich 6 Titan. Nochmal eine Runde weiter. Und da gibt es jetzt hier eine Riesenschlacht. Na, riesengroß weiß ich nicht. Aber, also Tiny Town sollte eigentlich halten. Aber ich bin gespannt. Ich kann gar nicht genau einschätzen, was hier noch so weiter passiert an der Ostfront gegenüber den Koreanern. In welchem Tempo der Schiffe raushaut, wie stark er überhaupt ist. Der ist in der Punkteliste nur noch Dritter. Er hat hier eine Stadt nach der anderen von Arshakishk eingenommen. Und ob wir dieses Jahr Mortafia uns holen können? Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ob der Krieg gut läuft, ob der Krieg schlecht läuft, eines weiß ich. Es ist ein Abenteuer.